Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Knights of the Old Republic. Reden wir doch mal noch mit Etten. Wie geht es unserem Passagier? Altert sie immer noch? Worauf tippst du gerade rum? Ja, es geht ihr gut, sie muss sich nur ausruhen. Sie hatte viel zu sagen. Ja, dir vielleicht. Ich höre nur Dummkopf oder Idiot. Sie kann froh sein, dass sie eine Jedi ist, sonst hätte sie längst jemand erschossen. Wie alt mag sie wohl sein? Sie war sicher mal hübsch, aber wenn ich mir ihre Falten ansehe, hatte sie ein verdammt schweres Leben. Ihr findet sie hübsch, seid ihr als Kind in zu heißes Wasser gefallen? Hey, ich hab dich aus dem Knast geholt. Wenn unser Computer funktionieren würde, kämen wir jetzt schon im roten Sektor von Nar Shaddaa aus dem Hyperraum. Vorher hätte ich natürlich erst diese alte Hexe aus dem Schiff geworfen. Fliegen wir immer noch nach Talos? Haben wir denn eine Wahl? Es ist der einzige Ort, den Peragus auf den Astrogationskarten verzeichnet hat. Wenn du Peragus für tot hältst, ist Telos eine sterbende Welt, die sie wiederbeleben wollen. Wir müssten bald da sein. Du kannst unseren Kurs meinetwegen auf der Sternkarte überprüfen. Sie hängt an der Wand hinter dir. Okay, mach ich. Also, was ist passiert? Passiert? Komm mir nicht so. Auf Peragus wäre ein Lichtschwert ziemlich oft verdammt nützlich gewesen. Also, wo hast du es? Ja, Verbannte dürfen ihr Lichtschwert nicht behalten. Echt? Ich dachte, ein Jedi wäre mit seinem Lichtschwert verheiratet. Tja, falsch gedacht. Hattest du ein einfaches oder eines mit einer Doppelklinge? Ein einfaches. Das passt. Ich hoffe, es war nicht rot. Ja, mein Lichtschwert war rot. Der Kristall sah aus wie das Auge eines Lygrek. Großartig. Dann kannst du ja mit diesem Sith Lord feiern, wenn wir tot sind. Hört sich toll an. Wenn wir es jetzt hätten, würden es sich die Sith nochmal überlegen, ob sie uns folgen. Ja, das ist ohne Belang, da es mir vor langer Zeit schon genommen wurde. Ach, vergiss einfach, dass ich was gesagt habe. Wie gesagt, du kannst unseren Kurs auf der Sternkarte an der Wand hinter dir verfolgen. Okay, das hat jetzt nichts gebracht, leider. Ja, ich weiß halt immer noch nicht genau, wie ich das. Also, ist glaube ich ganz sinnvoll, dann zu den Crewmitgliedern nett zu sein. Muss ich mal gucken, ob ich da rauskriege, wer was hören will. So, dann bitte mal nach Telos reisen. Die Sache gefällt mir nicht. Wenn die denken, dass wir die Explosion... Oh oh, da kommt das Empfangskomitee. Vielleicht wissen sie noch nicht, was los ist. Also Mund halten. Ich bin Lieutenant Graham, Telos Security Force. Ich habe Befehl, euch in Gewahrsam zu nehmen, weil ihr die Peragus-Mine zerstört habt. Sind wir verhaftet? Ihr seid noch nicht formell angeklagt, aber ihr steht bis zum Abschluss der Untersuchung unter Arrest. Aufgrund der Art der Untersuchung kann ich keine genaueren Zeitangaben machen. In der Zwischenzeit werden euer Schiff und eure Droiden sichergestellt. Ja, du auch. Du bist ein Droide, also wirst du sichergestellt. Außerdem müsst ihr eure persönlichen Waffen und Rüstungen bis zum Abschluss der Untersuchung abgeben.
Das ist empörend. Ihr könnt uns doch nicht einfach verhaften. Ihr seid die einzigen Zeugen der Zerstörung der Treibstoffmine. Es ist deshalb erforderlich, euch hier unter Arrest zu stellen, bis wir genauer über die Ereignisse Bescheid wissen. Ach, wieso meldet sich Steam die ganze Zeit wieder auf online an? Kinders. Na, komm. Ich würde mich gerne auf Offline stellen. Naja, mache ich vielleicht nach der Folge. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier das alles nicht so ganz funktioniert im Moment. Also irgendwie... Hallo? Ich möchte da gerne wieder raus. Also irgendwie läuft das hier alles nicht so rund. Ich mache mal gerade einen kurzen Schnitt. Gut, dann gucken wir, dass es jetzt etwas besser läuft. Wir hoffen, dass es etwas besser läuft. Es kommt überhaupt nicht in Frage. Wir gehen. Seht euch um. Selbst wenn ihr uns alle ausschaltet, deaktivieren wir einfach das Magnetfeld und ihr werdet ins All geschleudert. Also macht uns bitte keinen Ärger. Na gut, ich gehe, aber auf die eine oder andere Art werdet ihr dafür bezahlen. Angesichts der momentanen Situation rate ich euch, einen etwas höflicheren Ton an den Tag zu legen. Meine Leute werden euch eure Waffen und Rüstungen abnehmen. Folgt mir. Und ich lande wieder im Knast. Ihr werdet hier nur kurz festgehalten. Die Unterkunft für euch und eure Gefährten wird in diesem Moment vorbereitet. In Kürze wird euch jemand in ein Apartment in Wohnmodul 082 bringen. Ein Energiekäfig? Das ist lächerlich. Wie gesagt, das ist nur eine Zwischenlösung, bis wir etwas anderes gefunden haben. Tut mir leid, aber bis dahin müsst ihr unsere Gegenwart ertragen. Wartet, ich habe noch einige Fragen. Ich habe zu tun. Eure Fragen müssen warten. Tja, wir bleiben wohl ein Weilchen hier. Machen wir es uns gemütlich. Jemand nähert sich. So, das ist also der letzte Jedi. Also ehrlich gesagt hätte ich mehr erwartet. Lasst mich aus dem Käfig, dann sehen wir ja, wie enttäuscht ihr seid. Das bezweifle ich. Aber immerhin scheint ihr Mut zu haben. Die Exchange hat ein Kopfgeld auf Jedi ausgesetzt. Ihr seid ziemlich wertvoll. Die Geno Haradan, wie? Ihr hört euch an, als wäre es eine Ehre, einer dieser Totenanbeter zu sein. Hä? Es ist eine Ehre. Nur wenige werden auserwählt. Euer Kult tötet doch nur für Geld. Ihr seid die billigsten und wertlosesten Söldner der Galaxis. Da würde ich ja noch lieber einen Mandalorianer anheuern. Kein Mandalorianer kommt einem Jünger der Geno Haradan gleich. Kein Mandalorianer hätte in diese Station eindringen, die Identität einer Wache annehmen und... Und was? Wolltet ihr die Energiefelder unserer Käfige überlasten, damit es nach einem Unfall aussieht? Wagt ihr es nicht, gegen mich zu kämpfen? Ich hatte mit dem Gedanken gespielt, aber ihr habt recht. Vielleicht ist eine persönliche Lektion angebrachter. Warum seid ihr hier? Ich habe mein Leben dem Meister der Geno Haradan gewidmet. Und eurer Vernichtung. Na dann, bringen wir es hinter uns. Los, Jedi. Zeit zu sterben. Hey, lasst ihn in Ruhe. Ihr wollt kämpfen? Dann kommt her, wenn ihr euch traut. Das macht ihr kein zweites Mal mit mir. Früher oder später werde ich euch alle vernichten. Eine alte Frau, ein Narr und ein gefallener Jedi sind keine Gegner für mich. Na, das wollen wir doch mal sehen. Oh, da ist jemand aufgestiegen. Wie schön. Okay, Feind geortet. Wir haben wahrscheinlich ja keine Waffen.
Dann würde ich sagen, wir verwunden erstmal ein wenig. Hm. Hätten eine verbesserte Unterhand. Oder haben wir tatsächlich. Ne, wir haben keine Waffen. Hätte mich ja auch gewundert. Kannst du irgendwas Sinnvolles machen? Ich glaube ja nicht. So, du darfst mal aufsteigen. Es wurde ja auch geraten, dass ich einfach den automatischen Levelaufstieg nehme, dass die halt dann am besten geskillt werden. Ja. So mit meiner Skillung hat es halt, also beim letzten Teil hatte ich ja wohl einige auch verskillt, dass ich sie dann ein wenig meiner entsprechenden Vorstellung formen wollte und das hat dann nicht so ganz geklappt. Aber gut. Jawohl. Dann werde ich halt nur meinen selber skillen. So, du hast ja auch ein paar schöne Sachen. Mach den Zug, wird glaube ich nicht allzu viel bringen. Könntest mal Schock machen und dann ein wenig drauf Angst. Obwohl ich glaube, einmal Angst reicht und dafür dann mehr Schock. So, mal gucken, wie das jetzt läuft. Was gibt es? Na, geht gut. Die Überwachungskameras, hä? Was? Was ist hier los? Mann am Boden! Schnell, einen Sanitäter! Okay, Jedi. Geht langsam zurück in den Energiekäfig. Aber so, dass ich eure Hände sehe. Wenn ihr kooperiert, müssen wir euch nicht erschießen. Kommen Sie, Lieutenant. Sie sind schon tot. Wer ist das? Ist das Batu Ram? Beeindruckend, ihr habt zum Attentäter gestattet, sich bei euch einzuschleichen. Ram ist kein Killer. Batu Ram ist weg. Er dürfte nicht mehr auf der Station sein. Er ist es nicht. Und wie konnte sie hier reinschleichen? Der Sache müssen wir noch nachgehen. Aber eines ist klar. Das kann nicht einfach gewesen sein. Toll, das ist sehr beruhigend. Wir haben ein Apartment im Wohnmodul 082 vorbereitet. Ihr steht dort unter Hausarrest, bis unsere Untersuchungen des Piragus-Falls beendet sind. Ihr steht unter dem Schutz der TSF. Ich werde persönlich alle Besucher überprüfen. Wir gehen dieser Sache auf den Grund, so gut wir können. So gut ihr könnt, das klingt nicht gerade zuversichtlich. Bringt mich einfach in mein Quartier. Officer, bringen Sie Lieutenant Yima den Bericht über diesen Zwischenfall. Sie kümmert sich darum. Der Rest kommt mit mir. Wir bringen euch zum Apartment in 082. Das ist für die Dauer eures Hausarrestes eure Unterkunft. Zwei Beamte werden vor der Tür Wache stehen. Ich überprüfe alle Besucher, damit es keinen Zwischenfall gibt. Könntet ihr uns ein paar Blaster hier lassen? Nur zur Sicherheit. Wie lange bleibe ich jetzt hier? Das weiß ich nicht. Eines unserer Schiffe untersucht die Ruinen der Anlage. Das könnte schnell gehen. Wir informieren euch. Immer noch besser als ein Energiekäfig. Wenn es Probleme gibt, kontaktiert die Station mit dem Terminal an der Wand. Gehen wir. Das ist nicht gut. Wir müssen hier weg. Warum müssen wir hier weg? Was denkst du, wird die TSF da draußen wohl finden? Sie könnten diesen... Ach, weißt du was? Vergiss es. Solange wir hier festsitzen, ist das doch völlig egal. Was denkt ihr, Krea? Schwer zu sagen. Ich fürchte, wir dürfen nicht zu lange an einem Ort verweilen. Obgleich uns unser Weg hierher geführt hat. Ich muss ein wenig meditieren. In der Zwischenzeit sollten wir uns ausruhen. Ja, nur zu. Meditiert ruhig. Ich könnte auch eine Mütze Schlaf ertragen. Dann gehen wir doch mal zu Bett. Oh, es klingelt. Das war schön synchron hingesetzt. Na? Eingehender Anruf von Sokolino. Nehmen wir doch mal an. Verzeihung, ihr habt Besuch von Mosa. Er vertritt hier auf Telos die Sanierungsinteressen der Itorianer.
Lieutenant Gren hat ihn überprüft, falls ihr mit ihm sprechen wollt. Was will er? Er behauptet, dass ihn Shodo Habat geschickt hat. Mehr will er nicht sagen. Na gut, schickt ihn mal rein. Natürlich. Ich bringe ihn zu euch. Ich hoffe mal, der Mose hat nicht zu viel rum. Warum kommt er nicht selbst? Gut, was will Shodo von mir? Nein, was ist damit? Nein, was habt ihr ein Problem? Für ein Problem? Ich meine, die Chaga kennen wir ja schon. Und inwiefern schadet jetzt die Chaga Corporation dem Sanierungsprojekt? Was hat die Chaga Corporation davon? Könnt ihr mal zum Punkt kommen? Verstehe ich nicht. Vielleicht sollte Shodo Habat seinen Blick auf sein eigenes Volk richten, wenn es wirklich so leidet. Ja, ich überleg's mir. Vielleicht können wir uns jetzt ungestört ausruhen. Ja, vielleicht. Scheinbar nicht. Habe ich eigentlich schon mal die Dinger hier geplündert? Na, geht aber nicht. Chair Corporation. Dann nehmen wir doch mal an. Guten Tag. Ich
bin B4D4, Verwaltungsassistent der Chaka Corporation auf der Citadel Station. Ich verbinde Sie mit Yana Lorso, der verantwortlichen Direktorin hier. Soll ich Sie durchstellen? Was will sie von mir? Das weiß ich leider nicht. Ich bin nur ein Verwaltungsassistent. Soll ich Sie durchstellen? Ja, mach halt. Danke, ich verbinde Sie jetzt. Guten Tag. Danke, dass ihr mit mir sprecht. Mein Assistent hat euch sicher bereits informiert. Ich bin Yana Lorso. Warum ruft ihr an? Ich hörte, dass euch ein Etorianer aufgesucht hat. Zweifellos wollte er sich eure Hilfe erschleichen, indem er an euer Gewissen appellierte und versteckte Drohungen aussprach. Sondern? Ich glaube, dass ihr sehr einflussreich seid. Ich hätte lieber euch auf meiner Seite als die Etorianer mit ihrem Pseudomystizismus und ihrer stümperhaften Idiotie. Sie stehen dem Fortschritt und dem Profit im Weg. Ich bitte euch aber nicht um Hilfe, ich mache euch ein Angebot. Arbeitet für die Chaka Corporation und ihr werdet fürstlich entlohnt. Ihr würdet euch selbst helfen. Wenn ihr interessiert seid, kommt in unser Büro im Wohnmodul 082. B4D4 weiß, was zu tun ist, wenn ihr dort ankommt. Inwiefern sind die Italianer denn im Weg? Ihre Pläne zur Sanierung sind wirr und nutzlos. Die heilige natürliche Schönheit von Telos muss wiederhergestellt werden, sagen sie. Was soll das denn bitte bedeuten? Wie lässt sich das mit der Entwicklung und dem Konsum natürlicher Ressourcen vereinbaren? Der Städteplanung? Mit Hotelanlagen und dem Tourismus? Gar nicht. Die Etorianer geben Milliarden von Credits der Republik dafür aus, einen Plan umzusetzen, der keinen Profit verspricht. Wenn das so weitergeht, hinterlassen sie der Republik einen riesigen Schuldenberg und haben außer ein paar Wiesen und einem Wettergenerator in der Größe eines kleinen Kontinents nichts vorzuweisen. Was genau soll ich für euch tun? Das würde ich lieber persönlich besprechen. Ich beantworte gerne all eure Fragen, wenn ihr in unser Büro kommt. Na gut, dann komme ich doch mal bei Gelegenheit vorbei. Ausgezeichnet. Viel Glück bei dieser unerfreulichen Untersuchung. Bis bald. Wir sollten weiter schlafen. Sobald sie uns entlassen, werden wir von hier verschwinden. Gut, dann gehen wir noch einmal zu Bett. Könnt ihr mir etwas erklären? Dazu fehlen mir die nötige Zeit und das Verlangen, eurer Bitte nachzukommen. Wenn er im Krieg gekämpft hat? Naja, Jedi sollen zäh sein und fähig. Ja, und was sind sie ohne die Macht? Nehmt dem größten Jedi-Ritter die Macht. Was bleibt dann übrig? Sie verlassen sich auf sie, sind von ihr abhängig, mehr als sie ahnen. Seht euch an, wie sie einen Blaster halten oder ein Lichtschwert. Ihr seht nichts als eine Frau oder einen Mann, ein Kind. Und so viel zu verlieren. Ihnen war wohl nicht klar, wie sehr sie darauf angewiesen sind. Wundert euch nicht. In vielerlei Hinsicht seid selbst ihr fähiger als ein Jedi. Ihr könntet überleben, wo sie sterben, weil ihr die Macht nicht hört, wie sie es tun. Es ist eine Ironie des Schicksals und nur deshalb dulde ich eure Anwesenheit. Ein solcher Verlust. Für einen Jedi scheint mir das ziemlich extrem zu sein. Er hat schon lange nichts mehr mit dem Krieg zu tun. Konflikte stärken uns. Durch die Isolation aber werden wir geschwächt. Außerdem hat er sich vom Krieg abgewandt, alles getan, um ihn zu vergessen. Sagt das nicht alles? Aber wir haben genug geredet. Und wir tun ihm keinen Gefallen, wenn wir nur in seiner Abwesenheit darüber sprechen. Ich wollte euch informieren, dass die Regierung von Telos die Ermittlungen bezüglich der Peragus-Mine eingestellt hat. Offenbar war die Harbinger wirklich vor Ort, bevor unsere Schiffe an der Station eintrafen. Sie ist für die Zerstörung der Station verantwortlich. Einige Logdateien aus den Ruinen der Anlage weisen darauf hin, dass die Minenarbeiter aufgrund eines Sabotageaktes starben, als ihr und eure Gefährten kampfunfähig oder gefangen wart. Der Hausarrest wird daher aufgehoben. Die Republik schickt jetzt ein eigenes Schiff nach Peragus und besteht darauf, dass er für die Dauer der Ermittlungen auf der Station bleibt. Warum schickt die Republik jetzt ein Schiff? Um die Zerstörung der Station weiter zu untersuchen und die Harbinger zu finden. Wie lange muss sie hier bleiben? Die Sojourn ist schon unterwegs und nur noch ein paar Standardtage entfernt. Ihr könnt diese Unterkunft gerne weiterhin nutzen. Und ist die Ebenhawk noch beschlagnahmt? Das Schiff ist fertig. Geht bitte zur TSF-Station im Unterhaltungsmodul 081, um den notwendigen Papierkram am Schalter zu erledigen. Die Ebon Hawk wird freigegeben, sobald ihr eine Abreiseerlaubnis bekommt.
Gut, und was mit meinem T3-Droiden? Wenn ihr den Papierkram erledigt habt, wird er mit eurem Schiff den beschlagnahmten Waffen und euren Rüstungen übergeben. Und? Was jetzt? Wir können nicht bleiben. Wir müssen hier weg. Mit der Ebon Hawk oder mit einem anderen Schiff. Wir könnten nach Nar Shaddaa fliegen. Da kann man gut untertauchen, wenn man verfolgt wird. Sprecht ihr da aus Erfahrung? Hey, jeder muss ab und an mal verschwinden. Vor etwas abhauen, das ist doch keine große Sache. Warum müssen wir denn hier weg? Hey, Telos ist erledigt. Spätestens seit Peragos in die Luft geflogen ist. Abgesehen davon könnten jederzeit deine Freunde von Peragos hier auftauchen. Warum ist denn Telos erledigt? Weil Telos von der Citadel Station abhängig ist. Und die ist auf den Treibstoff von Peragos und das Wohlwollen der Republik angewiesen. Die Treibstoffreserven der Station sind mit der Mine hochgegangen. Und die Senatoren? Hey, die kannst du vergessen. Was meint denn ihr, Krea? Schwer zu sagen. Ich denke, wir sind aus einem bestimmten Grund nach Telos gekommen. Aber vielleicht haben wir bereits zu viel Zeit hier verbracht. Selbst wenn die Harbinger bei Peragos zerstört wurde. Es könnten noch mehr Sith unterwegs sein. Trotzdem finden wir auf der Oberfläche des Planeten vielleicht noch andere Jedi. Jedi, die uns helfen könnten, eure Fähigkeiten wiederherzustellen oder die Verbindung zwischen uns zu trennen. Und? Was denkst du? Egal, was wir tun, wir brauchen ein Schiff. Suchen wir die Ebon Hawk. Das macht Sinn. Ich bin dabei. Gut, wieder eine etwas längere Folge. Ich hätte, glaube ich, dann vorhin noch einen Schnitt machen können schon mal. Aber gut. Ich wusste nicht mehr, dass hier so viel Dialog noch danach kommt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.